Moin moin liebe Leute, willkommen zurück. So, dann lass uns mal anfangen, ne? Also, ich baue jetzt mal ganz kurz einen Assembler auf, weil wir jetzt das Science Pack 2 ja haben wollen. Werde mal erstmal kurz hier einfach hinstellen, damit ich weiß, was wir alles brauchen. Wir brauchen das Förderband und Building Block. Ah, kommt auf die andere Seite. Alles klar. Förderband und Building Block. Bom. Super. Hier ist das Förderband und hier der Building Block. Okay. Dann lass uns mal gucken, dass wir hier 1, 2 machen wir mal. Ach, schwierig, schwierig, ne? Machen wir hier. Also was doof ist, ich könnte das beides durch dasselbe Loch wahrscheinlich. Nee, nicht durch dasselbe Loch jagen. Nein. Nein, nein. Richtig gedacht. Durch dasselbe Loch jagen ist shit. So, wir machen jetzt hier erstmal den Start von Science Pack 2. Dann werden wir jetzt. Ja. 1, 2, 3, 4. Ich werde jetzt hier. Ich werde das hier rüberbringen müssen, ne? Geht das da durch? Nee, geht da nicht durch. So, Stairs sind geunlockt. Dann machen wir hier einfach die Science nochmal fertig. Solange ich jetzt beschäftigt bin, ne? Bum, 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 bum. Ja, machen wir es so. Bräuchte mir noch mal ein bisschen was davon. Ach Mist. Passt nicht ganz. Oh, wisst ihr was? Das da muss jetzt darüber. Warte. Machen wir den da dran. Und dann nehmen wir da. Das geht nicht. Das geht nicht so. Und jetzt aber, na. Genau. Okay. Und dann brauchen wir hier mal einen und einen. So, euch mache ich schon mal auf Input. Achso. Und hier noch einen. Mann, oh Mann, oh Mann. Und euch da rein. So, läuft, ne? Würde ich sagen. Das Science-Ding. Science Pack 2 wird jetzt gebaut. Dauert natürlich alles ein bisschen. Wenn man es natürlich beschleunigt haben möchte, dann muss man halt einfach mehr von diesen Teilen bauen, ne?
Ah, herrlich, herrlich. Gut. Zack, einmal das umdrehen. Und dann können wir nämlich da auch erforschen. Ja. Ja, super, 87% sind wir schon. Ich finde auch total klasse, dass ich mich jetzt hier auch komplett um nichts kümmern muss. Also keine Stromversorgung, weil das alles automatisch läuft. Ich finde das klasse. Guck mal, das füllt sich. Da ist mehr als genug vorhanden. Dann haben wir hier, da haben wir noch ein Empty. Da haben wir jetzt auch noch ein Empty. Was ist denn das Empty? Warte mal. Ah, von den Dingern, ne? Ja. Okay. Ja, da fehlt es halt ein bisschen an den Teilen. Dann würde ich doch sagen, gib mir mal nochmal eine Schmelze. So. So, da wir jetzt Science Packs machen, haben wir jetzt die Möglichkeit. Crafting Speed, nee. Drill Speed, dann haben wir hier noch Basic Smelting. Advanced Machinery Parts. Wow. Ah, guck mal, da bräuchte ich das auch. Also bei dem Stil bräuchte ich das Ignium, okay? Steel Beams. Crusher. Wow. Dann machen wir das dann, ne? Aber 50 von den Teilen. Oh, das wird jetzt aber dauern, ne? Jo, das dauert ein bisschen, meine Lieben. Und jetzt machen wir nochmal Smelter. So, ein Schmelzofen. Brauchen wir nochmal zwei von den Teilen. Rein. Nochmal zwei von denen. Also das Spiel ist schon recht interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dieses Spiel dann auch wirklich zu zocken, wenn ja, wenn es soweit ist, ne? Also wenn das dann rauskommt, bin ich, glaube ich, wirklich gewillt, das zu spielen, ne? So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt läuft das auch ganz gut, ne? Läuft auch alles noch auf einem Fließband. Hätte sogar noch ein bisschen Platz. Ja, wenn man hier guckt. Da hätte noch Platz. Da wieder für drei Platz. Wieder für drei Platz. Also im Grunde genommen noch mal ein Schmelzer. Dann würde es funktionieren. Schauen wir mal. Ich muss es auf jeden Fall hier ein bisschen besser laufen, ne? Oh, immerhin habe ich schon 9% beim Convert 2. Nicht beklagen, ne? Das läuft. Ja, da kommt auch mehr rein, als ich brauche. Und hier genauso, ne? Ja, ja, wunderbar. So, was machen wir in der Zwischenzeit? Gucken wir noch mal ein bisschen rum. Wir hätten jetzt hier Science
Und Treppen. Lass mich mal eine Treppe machen. Wie sieht denn die Treppe aus? Okay. Nettes Ding. Bisschen anders farbig als das hier. Aber du kannst natürlich auch hier Blöcke bauen, ne? Horizontal. Weil du kannst ja auch hier Wände bauen, ne? Zack. Also du bist ja nicht drauf angewiesen. Du kannst ja richtige... Ich habe hier zwischendurch mal die Streifen drauf, ne? Sehe ich klar. Eine komische Streifen, okay. Habe ich so noch gar nicht bemerkt. Das merke ich jetzt hier bei der Wand. Da so. Aber gut, man könnte ja Treppen bauen und dann dementsprechend ja auch Eingänge und so. Also Gebäude und hast du nicht gesehen. Macht jetzt für mich natürlich keinen Sinn, mich groß auf Gebäude zu konzentrieren. Ich mache mal noch eine Sign. Wie die aussehen. Okay. Ach, da ist die Front. Ist aber so ein... zum Teil für den Boden, ne? Kann ich da jetzt was draufschreiben? Set Text. Hallo. Ich teste dich jetzt mal. Okay. Nett. Und haben wir da noch irgendwie andere Möglichkeiten? Auto Size Text. Ah, Minimum Size, Maximum Size. Okay, passt. Gut. Hallo, ich teste dich jetzt mal. Test bestanden. 20% sind wir. Was haben wir noch? Ja. Science Pack 2 könnte ich jetzt ein paar bauen, ne? Aber das lohnt sich auch nicht. Habe ich ja automatisiert. So, V Current Target Building Block. Quick Actions Copy Target. Ach so. Copy Target. Ach. Wenn ich jetzt da nochmal auf Q drücke. Ah, mit Q kannst du halt kopieren. Ist ja geil. Und das? Aber den musst du im Inventar haben, denn, ne? So ein Logistik-Inventar. Warte mal. Wenn ich den jetzt hier hinklatsche, habe ich jetzt kein Inventar. Einmal kopieren. Nein, habe ich natürlich nichts mehr im Inventar. Genau, also du musst die schon im Inventar haben. Dann kannst du auch entsprechend kopieren. Das ist cool. Was haben wir noch? Shift-RMB. Copy Configuration. Invalid Target. Machen wir da. Okay. Gucken wir nochmal. Paste Configuration. Ah, ich weiß. Wir könnten jetzt hier hingehen und dann Shift rechte Maustaste und dann zu einem anderen Assembler Shift linke Maustaste geben, um die Konfiguration anzupassen, ne? Dann müsste ich das nicht so machen, aber okay. Sehr, sehr schön. Perfekt. 28%. Gut, aber ich... Ja. Komm, während die da jetzt da ein bisschen rumhantieren, laufe ich jetzt mal hier ein bisschen rum. Ich lass mich mal da hinten. Kann ich hier schwimmen? Ach so. Guck mal, das habe ich nämlich auch rausgefunden. Mit mittlerer Maustaste gedrückt halten. Gibt's Emojis. Emotionen. Ja, und der kleine Roboter hier, das sind wir, ne? Das sind wir. So.
So, schwimmen kannst du. Aber da es keine Waffen gibt, wird es hier auch keine Gegner geben, ne? Ein komplett gegnerloses Spiel wahrscheinlich wieder. Rein auf die Automatisierung aus. Was haben wir denn da? Biomasse, okay. Und wenn wir die Blöcke hier abmachen, Dirt. Ist auch. Okay, auch. Alles Dirt. Das wird auch Biomasse sein. Überwiegend Biomasse. Lass uns mal. Oh, was ist denn da hinten? Was haben wir denn da gesehen? Oh. Oh, guck dir das mal da im Himmel an. Warte, ich versuche mal ein bisschen höher zu gelangen. Irgendwas im Himmel, ne? Das ist Stein, ne? Ja, das ist Stein. Dann kannst du hier wahrscheinlich auch richtig tief buddeln, ne? Also du wirst hier wahrscheinlich auch dann überall und nirgendwo sein. Ja, guck mal, guck dir erstmal an, wie weit du runter kannst. Oh, und hier haben wir jetzt Stone, okay. Dann lass mich mal bitte nach ganz unten, falls ich nach ganz unten kann. Falls es möglich ist, weiß ich nicht. Okay, das geht schon sehr tief runter, ne? This cannot be mined yet. You need to research a higher mining for... da brauche ich einen größeren Mining-Ding da. So. Hier kommen wir natürlich jetzt nicht mehr raus. Gut. Ich möchte mich jetzt aber nicht da hochbuddeln, das dauert jetzt auch ewig lange. Wir sind jetzt ziemlich weit, also wir wissen, wir können auf jeden Fall sehr, sehr viel buddeln hier. Weit runter gehen, wir haben jetzt ziemlich viel ausgetestet. Klar, wir hätten jetzt noch die Möglichkeiten zu sagen, hier mit Stahl und so. Aber wir haben, glaube ich, soweit verstanden, wie das System hier funktioniert. Und High Voltage Energy Grid, weißt du, das sind alles noch so Sachen, ja... Die kann man dann auch in der Early Access Version sehen, weil alles optimieren. Ich habe jetzt mal so das, den Ersteindruck bekommen. Die Demo ist natürlich auch nur 16. Oktober. Das Video kommt nach 16. Oktober. Ich werde jetzt nicht mehr schaffen, noch ein weiteres aufzunehmen, weil dann ist es auch einfach schon vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kleine Mini-Let's Play, das kleine Reinschauen hier in die Demo. Ich finde es toll. Ich packe es mir mal auf die Wishlist. Und schau doch mal, ne, wann es rauskommt, ob es denn passt mit, ob ich es denn spiele oder nicht spiele, das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Interessant ist es, ich würde es gerne spielen, aber ob es dann passt, in meinem Terminkalender damit reinzupacken. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in den anderen Games. Tschüss!